Was ist nun los mit dir? Die ganze Zeit verlässt du dich hier auf uns. Und auf einmal leitest du jetzt hier die Klassenverhandlung? Seid vorsichtig. Er versucht uns vielleicht abzulenken. Der Pool. Die ID ist beim Pool. Sora? Warte, der Grund, warum wir so sehr auf das Geisterhaus fokussiert waren, ist, weil wir dort Setsukas Leiche gefunden haben. Und das Tor dort hatte eine ID ohne ein Out. Richtig? Na und? Es gibt eine weitere Attraktion, wo es eine ID gibt, die kein Out hatte. Hä? Wirklich? Es ist der Pool. Leute, schaut euch das hier mal an. Okay. Eine weitere Möglichkeit eröffnet sich jetzt hier vielleicht. Hier, diese Person, die um 17.24 Uhr reingegangen ist, ist wohl nie wieder rausgegangen, oder? Du hast recht. Die Person, die um 17.24 Uhr reingegangen ist, NU30D2. Für diese Person gibt es keinen Outlock. Was ist hier nur los? Das ist seltsam, aber es war niemand dort, als ich dort reingegangen bin. Oh, die Person, die um 19.10 Uhr reingegangen ist und um 19.15 Uhr wieder rausgegangen ist, warst du, als wir nach Setsuka gesucht haben, richtig? Ja, ich bin direkt zum Pool gegangen, als ich nach Block C gegangen bin. Aber laut diesen Logs hier sollte dort nicht irgendjemand gewesen sein. Aber ich erinnere mich gar nicht daran, dort jemanden gesehen zu haben. Konnte man sich beim Pool irgendwie verstecken? Da gab es ja noch die Umkleidekabine, ne? Zwei von denen wahrscheinlich. Ah ja, genau, wir haben ja sogar zwei gesehen. Ich meinte ja damals noch, eins davon würde wie so ein Weihnachtsbaum aussehen. Also dort drin hätte man sich verstecken können, eventuell. Oder sogar unter Wasser, wenn man tauchen könnte oder so. Ja, das hätte man ja bemerkt, oder? Und vor allem, man könnte da jetzt... Ich meine, sie war ja 5 Minuten dort drin, oder? 15 Minuten? 5 Minuten? Wo ist dieser Lok von ihr? Keine Ahnung. Nun, auf je... Man sieht das ja nicht, weil der Text davor ist, ne? Also auf jeden Fall, es gab eine ID ohne einen Outlock. Und beim Geisterhaus war es genauso, richtig? Es könnte vielleicht in dem Pool einen versteckten Bereich gegeben haben, wie im Geisterhaus oder... Auf jeden Fall, es stimmt, dass es in dem Pool eine ID gibt ohne einen Outlock. Also sollten wir das auf jeden Fall nicht einfach ignorieren. Es tut mir leid. Ich weiß, das war etwas verdächtig. Aber Hibikis Reaktion war einfach so überzeugend, dass ich... du wusstest es also, ha? Huh? Hast du den Verstand verloren? Du wusstest das und hast diese Idioten die ganze Zeit, diese Göre als Täterin, darstellen lassen? Ich könnte dasselbe auch dir sagen, oder? Warum hilfst du uns auf einmal? Sie hat recht. Die ganze Zeit hast du dich nur über uns lustig gemacht. Weißt du, ich bin eine Art von Mensch, die sein Leben so effizient wie möglich leben möchte. Ich kann nicht zulassen, dass ich irgendeinen Schaden nehme oder Ressourcen verliere mit jeder Sache, die ich tue. Wenn ein Problem ohne meine Bemühungen gelöst werden kann, warum sollte ich es dann überhaupt versuchen, ne? Alter, dein Leben steht ja auf dem Spiel. Er ist wirklich der größte Assi hier. Wahrscheinlich der größte Assi in der gesamten Geschichte von Danganronpa, hey. Aber nun, ihr seht ja, was geschehen ist, wenn ich das euch überlasse. Wir waren kurz davor, diese Klassenverhandlungen nicht zu schaffen. Und es hätte mich mein Leben gekostet. Alle meine effizienten Philosophien sind wertlos, wenn ich tot bin, richtig? Mein eigenes Leben ist hier wichtiger als irgendwas anderes. Na und? Wie können wir so einfach glauben, ha? Huh? Shinji, warte. Wir sollten einfach ihn tun lassen, was auch immer er tun möchte. Bist du dir sicher, dass das okay sein wird? Shoba ist immerhin die Definition von egoistisch. Er interessiert sich nur für sich selbst. Dass er sich so verhält, bedeutet, dass wir wahrscheinlich einen Fehler gemacht haben. Um ehrlich zu sein, ich hatte ebenfalls das Gefühl, dass hier irgendetwas falsch läuft, bevor Shoba das überhaupt erwähnt hat. Shobai, wenn du sagst, dass wir diese Klassenverhandlung nicht schaffen, meinst du damit, dass Hibiki nicht wirklich die Täterin ist? Natürlich. Warum zum Teufel würde ich sonst mit euch reden, wenn es nicht so wäre, ha? Huh? Seid dankbar. Ich habe euch gerade vor eurem Tod gerettet. Aber macht euch keine Sorgen. Ihr könnt mir danach noch zahlen, nachdem das hier vorüber ist. Was ist auf einmal mit dieser Einstellung los, ha? Huh? Du glaubst, dass du schlau bist? Unsere Kanade ist viel schlauer, als du es bist. Und das schlauste Mädchen hier hat nicht einmal die Loks überprüft bei den anderen Attraktionen? Dann sind wir doch mehr gefickt, als ich dachte. Bei dem Pool, die Loks? Natürlich, die habe ich mir angeschaut. Und trotzdem hast du nichts dagegen gesagt? Nun, ob der Pool ein Outlock hat oder nicht, die Leiche wurde immerhin im Geisterhaus gefunden. Ist es nicht normal, dass wir uns zuerst einmal auf den Tatort fokussieren würden, wo die Leiche entdeckt wurde? Das erinnert mich daran. Was? Ja, es tut mir leid, dass ich dich auf einmal unterbreche, aber...
Ich habe das schon mal Sora gesagt, richtig? Dass der Pool heute Nachmittag geschlossen war. Vielleicht hat das irgendetwas damit zu tun? Was meinst du damit, Bro? Ah, nun, um etwa 12 Uhr nachmittags oder so bin ich zum Pool gegangen und wollte mir eine Auszeit nehmen. Aber währenddessen wurde der Pool anscheinend gereinigt, also bin ich einfach wieder zurückgekommen. Okay. Aus hygienischen Gründen konntest du nicht dorthin gehen? Es gab ein kleines Schild davor. Dort stand, dass ich dort nicht reingehen darf. Und wenn man es tut, dann wird man dafür bestraft werden. Moment, ich habe davon noch nie gehört. Ich schätze mal, ich habe vergessen, das zu erwähnen, aber der Pool in Satsuka-Land? Ist der nicht zuvor noch Satsuki-Land, oder? Ich schwöre, hier wird ja einiges verändert die ganze Zeit, ey. Dieser gesamte Fall ist irgendwie nur so ein Fiebertraum für mich. Aber auf jeden Fall, der Pool wird einmal pro Woche gereinigt. Und während dieser Zeit wird der gesamte Pool, wird das Wasser entfernt. Und es werden auch eine Menge Chemikalien genutzt. Also halten wir alle Leute von dem Ort fern. Und wenn man das nicht tut, dann verstößt man gegen die Regeln. Okay, ich dachte vielleicht, dass der Täter irgendwie so ein falsches Schild aufgestellt hätte, aber... Nee, aber woher weiß der Täter das? Oder das war einfach ein Zufall oder so? Nun, ich schätze mal, niemand würde sein Leben riskieren, um dort reinzugehen. Aber das verwirrt mich am meisten. Heute war eigentlich nicht ein solcher Tag, wo der Pool gereinigt werden sollte. Ah, ich sollte das nicht sagen. Ein Lehrer sollte sich aus den Klassenverhandlungen fernhalten. Ah, dann war es doch der Täter, der dafür verantwortlich war, oder? Was? Soll das also bedeuten, dass dieses Schild draußen war, obwohl der Pool gar nicht gereinigt wurde? Versteht ihr es jetzt? Das Schild wurde dort vom Täter aufgestellt. Aber warum? Es ist simpel. Diese Person musste auf jeden Fall etwas beim Pool machen und niemand anderes durfte dorthin gehen. Mit anderen Worten, Setsuka ist nicht im Geisterhaus gestorben, aber viel eher beim Pool. Das habe ich mir auch schon gedacht. Deswegen auch diese ganzen Blutpakete, Blutpackungen. Ihr wisst schon, diese Blutgefäße da. Das willst du damit sagen, oder, Shobai? Yep. Ihr hattet die ganze Zeit Unrecht. Und dieses Mädchen hat die ganze Zeit nur Nonsens gesagt. Shobai, warte. Ich verstehe, dass es bei dem Pool ebenfalls keine Out-ID gab. Also kein Outlook. Aber das allein beweist noch nicht, dass Setsuka an einem anderen Ort gestorben ist. Was meinst du damit? Er will damit sagen, dass Setsuka an beiden Orten hätte gestorben sein können. Aber Setsuka hätte nicht an beiden Orten zur selben Zeit gewesen sein können, ja. Das ist halt das Interessante. Bei beiden Orten fehlt ein Outlook. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass dieser Outlook bei beiden Orten von Setsuka war, das kann ja nicht sein. Weil Setsuka hätte halt auch irgendwann mal wieder rausgehen müssen, zumindest bei einem dieser beiden Orten, ne? Ach, halt die Klappe. Ich werde dir erklären, warum der Ort nicht das Geisterhaus gewesen sein könnte. Du, Albino, zeig mir doch mal die Loks des Geisterhauses. Gib mir keine Befehle, aber okay, ich werde es mal zeigen. Also, mit deiner Theorie ist die Person, die um 17.57 Uhr rausgegangen ist, Setsuka Chiebukuro, richtig? Weil das die einzige ID ist, für die es keinen Outlock gibt. Und dieses WN, was auch immer, der um 17.55 Uhr reingegangen ist und um 19.42 Uhr wieder rausgegangen ist, ist der Täter. Das würde also bedeuten, dass zumindest bis 17.57 Uhr Setsuka noch am Leben war. Der Täter ist um 19.42 wieder rausgegangen, hatte also etwa eine Stunde und 45 Minuten Zeit, um alles zu tun, was sie tun musste. Ja und? Idioten! Glaubt ihr ernsthaft, dass das genug Zeit ist, um eine Leiche so zu zerstückeln? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Eine Stunde und 45 Minuten, um alle Körperteile so abzutrennen? Ich meine, wenn man irgendwie so eine Säge dabei hätte, dann bestimmt, oder? Ich meine, zugegeben, es kam jetzt in meinem Leben sehr selten vor, dass ich sowas schon mal gemacht habe, aber naja. Und ich merke gerade, was ist da eigentlich auf Setsukas Porträt drauf für ein Symbol? Ich meine, bisher waren es immer nur so normale Kreuze, oder? Weiß nicht, gucken wir uns gleich nochmal an, wenn wir vielleicht das etwas genauer sehen können. Ich meine, da sieht ja bei Emma ist ein normales Kreuz, bei Setsuka war was anderes drauf. Nun, wir haben das selbst nie ausprobiert, also... Lasst mich euch ignoranten Kindern etwas sagen. Es ist unmöglich. Man bräuchte mindestens eine weitere Stunde. Okay. Und woher weißt du das? Will ich das überhaupt wissen, woher du das weißt? Nun ja, auf jeden Fall. Egal. Besonders in einem solchen Fall. Was meinst du damit?
Ich habe mir die Leiche angeschaut und die Teile wurden extrem sauber abgetrennt. Die Körperteile wurden nicht nur einfach so abgetrennt. Die Wunden wurden zudem zusammengeflickt, damit das Innere nicht rauskommt. Wer auch immer es war nicht der erste Versuch dieser Person. Es war einer der größten Pros, würde ich sagen. Oh, haben wir vielleicht wieder so einen Serienmörder, wie auch in Danganronpa 1, 2 und V3. In Kapitel 3 dieses Mal aber und nicht in... Ja doch, wobei in Kapitel 3 war es ebenfalls in Danganronpa V3, ne? Als ob es einen solchen ekelhaften Professionellen unter uns gibt. Und wenn es einen gäbe, dann wärst du es auf jeden Fall. Du bist ein Krimineller, richtig? Du hast sogar Sora abgestochen, ohne zu zögern, am ersten Tag. Nun, ich schätze mal, ich könnte das tun. Aber das ist viel eher der Grund dafür, warum ich das Ganze garantieren kann. Es kann nicht sein, dass man eine solche Sache machen könnte in weniger als 2 Stunden. Selbst ein Profi könnte das nicht. Wenn jemand anderes das gesagt hätte, dann hätte es sich wie Nonsens angehört. Aber dass du es sagst, Shobai, ein Krimineller, du weißt schon, wie man jemanden überzeugt. Nun, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Nur die Leiche zu zerstückeln wäre auf jeden Fall ziemlich schwer. Aber der Fall endet dort noch nicht. Der Täter musste zudem die ganzen Körperteile ziemlich vorsichtig auf die Säulen befördern, etwas Platz zwischen der Wand und dem Wandschirm kreieren und zudem noch das ganze Licht ausmachen. Ja, Sora ist sogar reingegangen. Und das Licht auszumachen war der letzte Schritt. Man kann auf keinen Fall eine Leiche zertrennen, ohne Licht zu haben. Weil es unmöglich ist, vorherzusagen, wann wer reinkommen wird, bräuchte man eine Menge Zeit, bis diese Person endlich das Licht ausmachen würde. Aber all das zu tun innerhalb von 1 Stunde und 45 Minuten? Nun, sieht das möglich aus oder nicht? Es hört sich auf jeden Fall ziemlich unmöglich an, selbst wenn man das Zerstückeln außen vor lässt. Und viel wichtiger, Blutspuren wurden gefunden, aber es wurde kein Fleisch im Geisterhaus gefunden. Nun, der Täter hätte auch einfach diese Fleischstücke entfernen können. Hallo? Hast du mir die ganze Zeit nur mit einem halben Ohr zugehört? Ich hab dir schon gesagt, dass diese Person sich auch um die Innereien kümmern musste. Es müsste irgendwo abgeschnittenes Fleisch rumliegen, was beim Geisterhaus nicht der Fall war. Wenn man jetzt aber beim Pool wäre, könnte man ganz leicht das Fleisch loswerden und das Blut, indem man es einfach runterspült im Pool. Wenn der Mörder nicht die Leiche innerhalb des Geisterhauses zerstückelt hat, was war dann mit dem ganzen Blut? Richtig. Ich dachte, dass es natürlich wäre, dass dort so viel Blut ist, weil Setsuka an diesem Ort zerstückelt wurde. Wenn der Mord nicht im Geisterhaus passiert war, wie Yoroku gesagt hat, dann wäre dort auf jeden Fall nicht so viel Blut. Und wenn man bedenkt, wie viel Blut dort war, dann wäre es falsch anzunehmen, dass das Blut dorthin gekommen ist, als die Leiche rumbewegt wurde. Also das Blut kommt dann wohl von... Das muss ja von diesem... aus dem Krankenhaus stammen, ne? Wo haben wir das jetzt hier überhaupt? Hier? Und das war das andere. Das waren die verbrannten Dinger. Hä, wo haben wir das denn? War es irgendeine Aussage von irgendjemandem? Und war es hier oben vielleicht schon? Es hat Hiruya gesagt, ne? Genau hier. Diese Blutpackungen. Vielleicht stammt das Blut nicht von Setsuka, sondern von diesen Blutpackungen in dem Krankenhaus. Diese Blutpackungen in dem Krankenhaus? Aber wir wissen gar nicht, ob sie wirklich genutzt wurden. Moment, ich habe sie gesehen. Ich weiß es. Ich habe sie gesagt, richtig, Sora? All diese Blutpackungen waren heute Morgen verschwunden. Ja, wegen Tiruyas Aussage bin ich mir sicher, dass es eine Möglichkeit ist. Moment, du schaust dir sogar die Sachen im Krankenhaus an? Ich glaube, dass es etwas ist, was nur ich tun kann. Also habe ich versucht, so viel zu überprüfen wie möglich. Tiruya, wenn du bemerkt hast, dass diese Blutpackungen weg waren, hättest du es uns zumindest sagen sollen. Vertraust du uns wirklich überhaupt nicht? Hä? Moment, ist irgendetwas zwischen euch passiert? Wir können auch später darüber reden. Das ist jetzt momentan nicht das Wichtige hier. Was glaubst du, Shobai? Was meinst du damit, was ich glaube? Natürlich ist es das, was passiert ist. Obwohl ich nicht erwartet habe, dass dieser Freak hier das alles überprüfen würde. Okay. Es gab eine Menge leerer Blutpackungen, die in der Nähe des Geisterhauses weggeworfen wurden. Das ganze Blut in dem Geisterhaus war fake. Es war eine Performance des Täters. Aber warum würde man das überhaupt tun? Damit wir von dem Geisterhaus abgelenkt werden. Und ja, wir alle haben uns auf das Geisterhaus fokussiert, bis Shobai etwas erwähnt hat.
Wie Shoba schon sagte, selbst als wir das letzte Mal dorthin gegangen sind und die Tatsache, dass die Leiche dort gefunden wurde, bedeutet nicht unbedingt, dass sie dort umgebracht wurde. Der Schockfaktor der Szene des Geisterhauses war genug, dass wir das ignorieren würden. Wenn sich diese Person so sehr bemüht hat, das Geisterhaus als den Tatort scheinen zu lassen, dann bedeutet das, dass der eigentliche Mord am Pool stattgefunden hat und nicht im Geisterhaus. Aha, es war ein Trick des Täters, damit wir nicht nur jetzt darüber nachdenken, dass es nicht das Geisterhaus war. Aber um all diese Blutpackungen zu nutzen, was ist, wenn irgendjemand einen Bluttransfer oder so braucht? Darum braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich werde nach dieser Klassenverhandlung das alles wieder auffüllen. Woher kriegst du das ganze Blut? Will ich das überhaupt wissen? Wahrscheinlich nicht, oder? Vielleicht von den Leichen oder... Oh nee, ach, keine Ahnung. Hey. Es gibt noch mehr? Nun, die Menge an Blut, die genutzt wurde, war viel weniger, als in den Blutpackungen drin war. Das nennst du deutlich weniger? Nun, wir sollten es erstmal dabei belassen. Vielleicht hat diese Person einfach sich verkalkuliert, wie viel Blut sie wirklich brauchte. Das Wichtige hier ist auf jeden Fall, dass die Tat am Pool stattgefunden hat. Das habt ihr alle verstanden, oder? Nun, die einzigen Attraktionen, die IDs hatten ohne einen Outlock, waren das Geisterhaus und der Pool. Und wir haben die Tatsache besprochen, dass das Geisterhaus nicht der Ort sein könnte, wo Setsuka gestorben ist. Wenn ihr Leute irgendein Gehirn hättet, dann müsste ich nicht so viel Arbeit machen. Wann ist Shobei auf einmal der MVP dieser Verhandlung geworden, ha? Huh? Dieses Ding ist zumindest schlau. Wahrscheinlich sogar schlauer als Kanade. Aber nur etwas schade, dass er das Ganze nur für egoistische Zwecke nutzt. Kanade, was ist los? Ich habe euch die ganze Zeit zugehört, aber ihr seid schon Comedians, oder? All diese Widersprüche, aber dennoch haltet ihr euch an eure Wahnvorstellungen. Nun ja, oh, wieder ein neues Gesicht, hey, was zum Teufel ist jetzt hier eigentlich los, hey? Lasst uns mal annehmen, dass das Geisterhaus nicht der Ort war, wo Setsuka gestorben ist. Wie ist es da mit dem Pool, hä? Huh? Wollt ihr damit sagen, dass der Pool ein möglicher Ort ist? Ist es das nicht? Sora, die IDs vom Pool. Entschuldigung? Der Pool, die IDs, zeig sie mir. Okay. Oh je. Wir können die letzten zwei ignorieren, weil die von Yoroku stammen, als sie nach Setsuka gesucht hat. Also schauen wir uns mal die davor an. Egal, ob es der Pool ist oder das Geisterhaus, es gibt eine ID ohne einen Outlock. Und das ist Setsuka. Das verstehen wir alle, oder? Dann sollte Setsukas ID diejenige sein, die um 17.24 Uhr kreiert wurde, NU30D2. Ja. Zwei IDs sind um 8.44 Uhr und 8.45 reingegangen und dann um 9.22 und 9.54 rausgegangen. Mit anderen Worten, zwischen 9.54 Uhr und 12.54 Uhr gab es niemanden beim Pool. Und wir haben nur einen einzigen Verdächtigen, CN9FU3, der um 12.54 Uhr reingegangen ist. Wenn Setsuka beim Pool gestorben ist, dann muss diese Person, diese ID, der Täter sein, richtig? Ich schätze mal ja, aber na und? Shobei hat gesagt, dass das Geisterhaus nicht möglich wäre, weil dort nicht genug Zeit gewesen wäre. Aber unser Verdächtiger hier beim Pool, CN9F03, ist eine Minute gegangen, nachdem Setsuka reingekommen ist. Was? Shobei, ich hoffe, du hast irgendwas, was du zu sagen hast, weil Kanade macht mir Angst. Jetzt ein Zitat von dir, Shobei. Idioten, ihr glaubt, dass das genug Zeit ist, um jemanden so zu zerstückeln? Etwa 2 Stunden? Vielleicht. Aber eine Minute? Selbst wenn Setsuka sofort gestorben wäre, das wäre unmöglich. Aber mit dieser Logik ist es nicht unmöglich, dass sowohl das Geisterhaus als auch der Pool der Tatort waren? Moment, selbst wenn Setsuka beim Pool gestorben ist, wir haben die Leiche beim Geisterhaus entdeckt. Könnte diese Person nicht einfach Setsuka um 17.24 Uhr umgebracht haben und dann sofort mit der Leiche losgegangen sein? Ich verstehe. Immerhin ist eine Leiche nicht wichtig für die Tore, richtig? Also willst du damit sagen, dass der Täter sich irgendwie um den Tatort gekümmert hat, beim Pool? Und dann um 17.54 Uhr Setsukas Leiche zum Geisterhaus gebracht hat?
Nun, wenn der Pool der Ort ist, dann ist das der einzige Weg, wie der Täter... Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber das ist ebenfalls unmöglich. Warum? Der Pool ist bei Block C, während das Geisterhaus bei Block A ist. Sie sind auf unterschiedlichen Seiten des Parks. Glaubt ihr ernsthaft, dass irgendjemand diese Distanz laufen könnte, ohne dass man erwischt wird, mit einer Leiche in der Hand? Ja gut, es gab ja noch diese Bahn, ne? Ist dieser Swimmingpool nicht ziemlich nah an der Bahn dran und das Geisterhaus auch bei der anderen Bahn da? Aber mit deiner Theorie müsste der Täter auf jeden Fall sofort losgehen, nachdem er Setsuka umgebracht hat. Und damit wäre keine Zeit, um die Leiche wirklich zu zerstückeln. Und somit wären wir wieder am Anfang, selbst wenn man es irgendwie zum Geisterhaus schaffen würde. Es wäre zu spät, um dann noch die Leiche zu zerstückeln. Aber was dann? Wo ist dein Setsuka gestorben und wie ist sie so geendet? Das scheint theoretisch unmöglich zu sein. Nun, ich gebe zu, dass meine erste Theorie von Shubai widerlegt wurde. Das würde bedeuten, dass wir wieder von Anfang an anfangen müssen. Nein, das brauchen wir nicht. Der Mord ist immer noch möglich, selbst wenn wir annehmen, dass Setsuka im Pool gestorben ist. Wirklich? Ah, was kommt jetzt wieder für einen Nonsens, ha? Es gibt hier einen klaren Widerspruch. Ach, Bullshit. Es ist alles möglich, wenn es einen Komplizen gibt. Einen Komplizen? Shubai, du magst das vielleicht nicht wissen, weil du immer am Schlafen warst, aber Komplizen sind nicht möglich. Selbst wenn es einen Komplizen gibt, nur eine Person kann gewinnen und entkommen. Es würde also nichts bringen, ein Komplize zu sein. Ach, halt die Klappe und hör mir zu. Nun, die ältere Schwester von den Zwillingen, die ihr verdächtigt habt, ja, sie ist auf jeden Fall nicht die Täterin. Das stimmt. Hibiki. Aber sie ist auf jeden Fall in das Geisterhaus reingegangen und hat ihre Haarnadeln dort fallen lassen. Also ist es schwer zu sagen, dass sie nicht mit diesem Fall in Verbindung steht. Also willst du damit sagen, dass meine Schwester eine Komplizin ist? Hä? Warte, was soll das überhaupt bedeuten? Du hast es selbst gesagt, du hast keine Erinnerung daran. Und du verlierst immer deine Erinnerungen, wenn du unter Stress stehst. Eine Komplizin, die bei der Tat geholfen hat, aber ihre Erinnerungen daran verloren hat. Glaubst du nicht, dass diese Möglichkeit einfach zu gut ist, um sie auszulassen? Was willst du damit sagen? Nun, meine Theorie ist, dass der wahre Täter ihre Zwillingsschwester genutzt hat für ihre eigene Tat. Ihr dadurch einen mentalen Schock zu verpassen und sie dann als Komplizin zu nutzen. Und sobald die Tat dann getan ist, wäre die Erinnerung verschwunden und die Existenz der Komplizin wäre verheimlicht. Moment, Shubai, das wirft einige Fragen auf. Wenn das stimmt, dann hätte der Täter wissen müssen, dass Hibiki eine solche Kondition hat. Nun, ja, und deswegen ist die Person, die das weiß, der wahre Täter. Kanade. Jemand, der Hibikis Geheimnis kennt, hat sie als Komplizin genutzt? Moment, es gibt nur eine Person, die das wusste. Und diese Person kann niemand anderes gewesen sein als Kanade. Aber wenn Hibiki die Komplizin war, würde sie dann auch sterben? Nee, oder? Es stirbt doch nur derjenige, der den Mord durchgeführt hat, oder habe ich das falsch verstanden? Also angenommen, Kanade hat den Mord, ich weiß jetzt nicht, Kanade hat den Mord beim Pool durchgeführt und dann war Hibiki irgendwie bei dem Geisterhaus, dann würde dann Kanade sterben oder würde Hibiki sterben oder würden beide sterben? Ich weiß jetzt nicht, wie die Regeln genau waren, aber ich glaube, es würde dann nur Kanade sterben, oder? Aber würde Kanade jetzt schon sterben? Sie ist so schlau, sie hat doch an alles immer gedacht und war sie wirklich diejenige, die hier den Mord durchgeführt hat? Ich meine, an sich ist es natürlich mega schlau, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jetzt schon ihr Ende sein wird, irgendwie.